ich frage mich dann immer auch, ich fange schon wieder an zu quatschen, aber ich frage mich dann immer auch, so Leute, die nach Minecraft fragen. Ne, also dieser Schlachtleute, ich will natürlich jetzt nicht, ach, das ist ja cool mit dem Boot hier. Hui. Ich will ja jetzt natürlich nicht alle über den Kamm scheren und die sind natürlich auch nicht alle gleich, bla bla bla, aber du weißt, worauf ich hinaus will. So Leute, die halt alles sich vorkauen lassen müssen und nicht in der Lage sind, aus irgendwelchen Gründen nicht in der Lage sind, selber so, sich die Informationen zu beschaffen oder selber selbstständig zu werden, selbst aktiv zu werden. Da frage ich mich dann immer, was für Berufe wollen diese Leute später ergreifen? Was schwebt denen so vor? Allgemein, was gibt's heute noch so für Berufswünsche? Das ist ja auch mal eine Frage. Weil, wenn wir mal ehrlich sind, so die klassischen Berufe, Handwerker und sowas, das gerät da immer mehr ins Hintertreffen. Und dafür haben wir immer mehr neue Berufe. Vor allen Dingen Medienberufe, IT-Berufe und so weiter und so fort. Und da ist halt die Frage, viele wollen ja heute irgendwas, wollen ja auch was in den Medien machen, irgendwas Kreatives und so weiter und so fort. Ob man kreativ ist, sei mal dahingestellt. Aber viele wollen halt auch gerne, ganz viele wollen auch irgendwie Schauspieler werden oder... Wobei ich nie verstehe, ganz viele wollen Schauspieler werden. Ich würde, wenn ich was wollen würde, ich würde glaube ich gar nicht Schauspieler werden. Ich würde glaube ich gerne mal zum Spaß Schauspielern. Weiß aber nicht, ob ich gut genug wäre, aber zum Spaß hätte ich da echt mal Bock drauf. Bei einer Produktion, die nie jemand zu sehen bekommt, weil mir das peinlich ist. Was wollte ich jetzt sagen? Ich wollte hier erstmal ganz kurz auskleiden. Während Edna läuft. Jetzt bin ich ein bisschen raus. Ja, so Schauspieler werden, tralala. Ja, genau, das wollte ich noch sagen, was ich nicht verstehe. Viele wollen Schauspieler... Achso, ich muss ja an die Dinge. Es wollen Schauspieler werden, aber es wollen nur so wenige Moderatoren werden. Und gerade bei uns so in diesem Let's-Player-Bereich sollte man doch meinen, dass es da viel mehr Leute gibt, die sich sagen, ach Mensch, vielleicht, ich würde gerne irgendwie in die Richtung Moderation gehen. Weil man moderiert ja hier die ganze Zeit. Das habe ich so bei mir mal beschlossen. Irgendwie war das mit dem Livestream. Macht ja so viel Spaß, bla bla bla. Muss ich ja ehrlich zugeben. Ist ja schon fast eine Live-Show. Das ist ja fast kein Livestream mehr. Muss man ja mal ruhig so sagen dürfen. So, hier sind wir richtig, ne? Genau. Und da habe ich mir so gedacht, ich glaube, ich würde, wenn ich was, wenn ich eine Alternative so als Berufsweg hätte, einerseits würde ich gerne Synchronsprecher probieren, wobei ich da wirklich noch eine Sprecherausbildung brauche. Wenn ich das mal mit guten Sprechern vergleiche, ich habe ja bei Deponia und so, hat der ein oder andere vielleicht gehört. Und auch bei Harveys Neue Augen in der aktuellen Special Edition bin ich ja als Boris dabei, die Alternative von Doris. Da hat mich Dedelik dann doch ein bisschen mehr einquatschen lassen, netterweise. Und, natürlich ganz selbstlos auch. Ganz ehrlich, ich fand das richtig geil. Ich würde das auch, ich hätte da Bock, das wieder zu machen. Ich will dafür auch, oder ich habe dafür auch keine Kohle genommen. Das werde ich auch, sollte man mir das nochmal anbieten, würde ich das auch wieder nicht machen. Also wieder keine Kohle nehmen, sondern einfach nur drauf losquatschen, weil das war einfach so eine lustige Erfahrung. Aber trotzdem merke ich deutlich, wenn ich mir das im Vergleich anhöre, zu professionellen Sprechern, dass einem da dann auf jeden Fall die Ausbildung fehlt. Das ist so ein bisschen, wäre schon cool. Naja, oder halt ansonsten nicht nur Synchronsprecher, sondern halt auch gerne sowas wie Moderator einfach, weil das macht, es macht immens Spaß, muss man einfach sagen. Und die Zeit ist viel zu schnell rum. Ich weiß gar nicht, wie der Raab das macht, keine Ahnung. Der macht ja am Abend mit Werbeunterbrechung, weiß ich nicht, 3/4 Stunde. Und der hat ja auch immer zack, 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 zack. Da hat er mal Gäste sitzen, natürlich bewerben die immer ihre neueste CD oder ja meistens die neueste CD oder halt irgendwas wird da beworben. Das sind ja immer Gäste, die irgendwas vorstellen. Die kaufen sich ja auch in die Sendung. Das heißt, die Gäste kommen da dahin, um etwas zu verkaufen. Was aber gang und gäbe ist, also das ist jetzt nichts Verwerfliches oder so, das ist einfach ganz normal bei sowas. Möchte ich mal erleben, dass das bei uns passiert, dass da der EA-Boss sitzt. Hey, wir haben ein neues Spiel, dürfen wir uns bei euch in die Sendung kaufen? Das wäre lustig. Ne, aber ich glaube, das könnten wir eh nicht machen, weil ich glaube, da würden wir Kredibilität verlieren und das wäre doof. Das Spiel vorstellen kann man machen, aber das, ich glaube, da Kohle für nehmen wäre in dem Falle falsch. Das geht nicht. Nee, ich glaube, das darf man auch nicht.
Und wenn man irgendwas macht, wir hatten ja auch schon Angebote, muss man ja sagen, wir hatten auch schon Angebote für gekaufte Reviews und so, haben wir bisher alle abgelehnt. Wenn man sowas annehmen würde, ganz ehrlich, dann würde ich das aber nur machen unter der Prämisse, dass ich sagen dürfte, dass das gekauft ist. Weil ich würde mir sonst vorkommen, als ob ich lüge. Und ich würde mir vor allen Dingen auch noch, ja, wie soll ich sagen? Ich würde mir halt nicht diktieren lassen, was ich darüber denke oder zu denken habe oder sonst was. Ich meine, ich, ganz ehrlich, ich habe so viele Zuschauer, die irgendwie hier die Treue halten und so weiter. Und wenn ich dann hingehe und anfange, die Zuschauer zu verkaufen, dann kann ich mir auch gleich ein Loch graben. Ganz ehrlich. Weil, ich meine, auf nichts anderes kommt es an. Es kommt nur auf die Zuschauer drauf an. Nur. Also beim Let's Playen und so. Es kommt nicht auf einen, also natürlich die Moderation, die Spiele, pipapo. Aber man macht es nicht für sich. Es sei denn natürlich, man nimmt was für sich mit. Wie zum Beispiel, dass ich Moderation so ein bisschen gelernt habe für mich. Bla bla bla. Pipapo etc. pp. Aber im Grunde genommen macht man es für die Zuschauer. Weil, ganz ehrlich, sonst braucht man es auch nicht auf YouTube stellen. Da kann man das bei sich zu Hause auf Platte lassen. Da ruht es ganz gut. Und das reicht auch schon. Boah, sieht ganz cool aus jetzt hier unten, ne? Ja, jedenfalls, so ist das auf jeden Fall. Mir kann keiner erzählen, dass er Let's Plays nicht für die Zuschauer, also nicht für Views macht. Oder halt, um irgendwie damit gesehen zu werden. Wer was anderes behauptet und auf YouTube ist, tut mir leid, ich glaube, der mogelt. Naja, so ist das jedenfalls. So, weiter geht's. Alter, ich quatsch heute auch in einer Tour. Das gibt's gar nicht. Hier haben wir mal eben wieder ein Fäckelchen hin. Alter, das wird, glaube ich, echt noch groß hier alles. Guck dir das mal an, wie weit das geht bis da hinten. Boah. Kein Wunder, dass die Baustelle so lange dauert. Puh. Mein lieber Herr Gesangsverein. Goofy, guck dir das mal an. Mickey. Ja, Goofy müsste mal Let's Plays machen. Das möchte ich mal sehen. Na gut, nicht wirklich. Möchte ich nicht wirklich sehen. Aber wäre bestimmt lustig. Ich müsste heute eigentlich noch ein Horror-Let's Play aufnehmen und morgen... Ich nehme das hier gerade an einem Donnerstag auf. Deswegen ist morgen ja eigentlich Livestream. Huch, warum ist denn hier Glas? Sicher, weil ich es nicht besser wusste. Ach, und das andere Glas habe ich nicht dabei, natürlich. So, die Fackel kann ich wieder mitnehmen. Alter Schwede, das wird doch schon ganz schön groß. Habe ich das Glas unten reingepackt oder habe ich das im Lagerhaus? Dann könnte ich das ja eben mal schnell machen. Das hier habe ich ins Lagerhaus gepackt natürlich. Und das habe ich zum Glück hier drin. Dann kann ich das, komm, das kann ich mal eben ganz schnell machen. Cool, mit dem Sandstone. Finde ich richtig geil irgendwie. Hatten wir bis jetzt auch noch nicht im Let's Play. Und deswegen die Holzstämme da unten werde ich dann doch aus Sandstone machen. Ihr werdet aber sehen, wie. Das wird natürlich ein bisschen neckisch verziert. So, hier, da. Aha, aha, aha. Alles klar, Herr Kommissar. So, muss ich mal ein bisschen vorsichtig sein. Ich überlege übrigens die ganze Zeit schon, bin ich ja mit mir am Ringen. Ha, Ring! Ob ich das Kakaobohnenfeld da, wo es ist, wieder abreiße. Und stattdessen einfach da in das leere Feld reinmache. Hier kommt da was hin, hier kommt da was hin. Und hier hätten wir noch einen Feldanwärter. Wenn wir da noch was hinmachen, hätten wir es halt wirklich exakt. Und da können wir auch noch was hinmachen. Hätten wir exakt den Bruch da hinten zu einem Wald oder was auch immer. Das heißt, hier müsste man eigentlich noch ein Feld hin machen. Und ich überlege, ob ich die Kakaobohnen nicht einfach dahin ziehe und statt der Kakaobohnen da einfach eine Blumenwiese mache oder irgendwas.
Einfach nur, weil ist so. So, war das richtig? Boah, ich bin so gut. Mist, jetzt habe ich keine mehr. Na gut, ich bin doch nicht so gut. Ja, auf jeden Fall, das habe ich mal überlegt, weil das wird uns noch viele Probleme machen mit dem Kakaofeld da. Mit den Pistons und bla, da werden wir echt Probleme kriegen. Und wenn wir es dahin machen würden, dann wäre es ganz einfach, weil wir könnten es ganz einfach an unserem Mechanismus anschließen, fertig. Und das wär's. Und dann müssen wir nicht rumprokeln und gucken, wie wir den Redstone legen, bla. Sondern wir hätten ein System für alle. Das gibt's doch nicht. Jetzt habe ich vergessen, wie der Laden hieß. Na egal. Pokodomäne? So. Popodomäne. Holz habe ich natürlich drüben abgelegt, den Grundstein. Hier haben wir noch ein bisschen was dabei. Da gehe ich aber schon mal in die Tiefe. So. So. Oh. Da muss ich ja doch noch einen höher. Stimmt, ich habe das ja hier alles weggerissen. Klar muss ich einen höher. Da hinten sind ja die ganzen Pipapo. Na. So, da kommt man hier raus. Hier mache ich nochmal Sandstein. Da nochmal einen Sandstein, da nochmal einen Sandstein. Und ich glaube, weil es so schön war, kommt dann da auch nochmal einer hin. So. Das wird ja eh alles Holz. Wir sind ja hier gerade erst auf der Hälfte. Das heißt, das wird ja alles Hütte. Das wird auch eine riesige Hütte, verdammt. Heilige Maria, das wird groß. So, aber das ist ganz cool. Kommst du hier raus, ne? Und hast dann hier gleich... Und hier brauchen wir auf jeden Fall noch Glas, wie es aussieht. So, und hier halt die tolle Hütte, die noch gar keine ist. Aber es wird gut, glaube ich. Ich glaube, es wird gut. Ich glaube, der ganze Aufwand lohnt sich. Ups. Oh. Und ich hole mal eben Holz. Holz, 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 Holz. Ach ja. Holz, Holz, Holz. Wir brauchen Holz. Und ich muss mich mal anders hinsetzen. Und eigentlich müsste ich mal ein Schlückchen trinken. Heimlich. Nach 2 Stunden 40 Minuten, aber auch kein Wunder. So, kommen die 16 Sand, schmeiße ich noch da oben mit rein. Hier haben wir auch noch ein bisschen Sandstone. Ach ja, und Chiselt können wir auch mitnehmen gleich. Den heißen Chiselt. So, hier haben wir noch Schnee drin, ne? Oder? Nee, haben wir nicht mehr. Ach doch, haben wir doch. So, dann die Snowballs da hin. Ach, guck mal, Bone Meal. 2 Schüsseln. Naja, was soll's. Ich sag dazu nichts mehr. Miezemaunze, Moze, Miezemaunze. So. Erde kommt hier rein. Da haben wir noch einen Cobblestone. Alles mit dem Cobblestone ist auch eine Pracht einfach. Hab ich gerade die Katze angesungen. Habt ihr gerade gehört, ne? Das war ich. Ich kann auch nochmal zum Beweis. Siehst du?